Und damit herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ja, wir sind hier und versuchen das Beste aus unserer Situation zu machen. Ich weiß, also nur um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ich habe ja schon geantwortet. Ich weiß, dass diese südliche Abteilung von unserem Überleben, sag ich mal, nicht allzu sehr... wie heißt das nochmal, auf Zuneigung trifft? Nee, also das ist das falsche Wort. Also, dass es gesagt wird, ja, irgendwie ist das nicht ganz so richtig. Ich verstehe das voll und ganz, weil wir sind da eigentlich hier, um zu überleben. Aber um ehrlich zu sein, ich finde diesen Aspekt, dass wir halt auch anderen Leuten Unterkunft gewähren und dann halt auch diese Sicherheit, die wir für uns hier herstellen, auch anderen Leuten zur Verfügung stellen, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also von daher, ja, tut mir leid, dass ihr das dann, ja, nicht so schön findet. Aber wie du schon sagtest, jeder spielt das Spiel so, wie er das spielt. Und ich hoffe, dass das für euch auch okay ist, sag ich mal. Ich setze hier nochmal eine zweite Linie, weil die hinteren Lampen keinen Strom bekommen. Einfach mal so. Wo ist Ray unterwegs? Da Ray schießt wieder von viel zu weit weg auf Tierchen. Das haben wir dem ja gesagt. Das hätten wir gerne. Ja, einfach nur, um ein wenig Geld zu bekommen. Aber erstmal, du hast den Absturz mehrerer Vorratskapseln in der Nähe registriert. Vielleicht findest du etwas Brauchbares. Bärenfell, super cool. Nehmen wir gerne. Damit können wir uns ein bisschen warme Sachen basteln. So, haben wir das einmal. Und das nächste, was ich noch machen will, und da hast du auch völlig recht, Sicherung. Gibt es sowas wie Sicherung? Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Ich sehe gerade gar nicht. Also den Stromschalter, ja, schaltet Strom ein und aus. Aber so schnell bin ich nicht. Das passiert ja dann einfach. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich eine Sicherung machen soll. Man könnte das halt machen, dass man zwei verschiedene Stromkreise macht. So könnte man das absichern. Aber in erster Linie eine echte Sicherung, kann man die irgendwie erforschen oder so, dass man das irgendwie später hat? Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass ich das mal hatte. Aber wie gesagt, es kann auch einfach sein, weil ich gerne auch mal mit Mods spiele. Man sieht es ja, ich spiele dieses Spiel sehr gerne mit Mods. Hauptsächlich, also jetzt nicht deswegen, weil mir das Hauptspiel zu wenig bringt. Aber hier zum Beispiel solche Sachen, die werde ich halt nicht machen. Das ist mir zu dumm. Aber das hier, wenn wir irgendwann mal Geld haben oder Zeit haben, um uns hier reinzufallen, das ist halt ganz cool. Nee, ich weiß gerade nicht, ob es Sicherungen gibt. Müsst ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich sehe es gerade auch nicht, wo ich das hier finden sollen würde. Weil das sind ja immer nur einzelne Sachen. Biosprit, Automatiktür, Wasserradgenerator wird es auch nicht sein. Sprengfallen auf keinen Fall. Röhrenfernseher irgendwo da, wahrscheinlich nicht. Ja, ich weiß es nicht. Urangeschossturm, das wird das sein, oder? Erweiterte Fabrikation. Erweiterte Fabrikation. Schaltet frei Hightech-Bauteil. Grundlagen des Raumflugs. Da war ich übrigens noch nie. Nebenbei, also falls ihr euch wundert, wie weit ich schon mal war. Ich habe schon mal Transportkapseln gemacht und ich habe auch tatsächlich schon mal einen Tiefenscanner gehabt. Aber sonst bin ich irgendwie noch nie weitergekommen. Hauptsächlich, weil ich dann irgendwann, so doof klingt das, aber ich habe dann irgendwie andere Sachen gespielt und dann habe ich meine Kolonie im Stich gelassen. Also schön ist es nicht, ich weiß, aber Dinge, die passieren halt. Hier haben wir schon das erste Tierchen, glaube ich, bekommen. Oder hat Ray... Oder ist es schon verarbeitet? Nee. Doch, kann sein. Dünnes Leder. Doch. Das könnte sein. Nyctis macht wieder irgendeinen Quatsch. Ach so, die holt das Bärenfell, um natürlich unsere wunderschönen Parker herzustellen. Das, was unser Leben absichert. Ich meine, wir haben den Winter so gut wie überstanden. Von daher denke ich nicht, dass wir da groß Probleme kriegen. Wir schauen einfach mal, wie gesagt, also ich muss ja gestehen, ich gehe in diese Folgen immer, also manchmal weiß ich, was ich so vorhabe, aber bei weitem nicht immer.
Ich hätte gerne Wind und natürlich die Geothermie. Das wäre super, wenn wir genug haben an Teilchen. Aber ich glaube, wir haben genug Bauteile. Ich weiß es halt nicht. Wir müssen nur hoffen, dass wir für heute genug Strom haben, weil der Strom geht hier rapide runter. Naja, wir schauen einfach mal, wie das so wird. Wir können ja schon mal vorbereiten, dass wir hier Befehle, Holz hacken, dass wir das hier schon mal freiräumen. Das wäre natürlich hilfreich, wenn wir das dann haben. Warum kann ich dich nicht abhauen? Bitte auch einmal weg damit. Ja, sonst, Jan geht es, glaube ich, soweit ganz gut. Der liegt da. Abreise in 2,5 Tagen. Ist halt gefesselt und verlangsamt. Ich weiß immer noch nicht, ob das eine gute Idee war, wie wir den behandelt haben. Das werden wir sehen. Ich glaube aber, dass das kein Problem darstellt, dass wir es einfach gefangen haben. Also es, das Jan haben wir gefangen. Das war ja die Liebschaft von einer Gräfin oder so, habe ich das noch richtig in Erinnerung? Kann ich das mal schauen? Jan? Genau, eine Akolytin hat eine Liebschaft, die wir hier hinlegen müssen. Ja, Schiff zu den Sternen, 25 Tage. Ah ne, wurde vor 25 Tagen angenommen. Okay. 20 Tage sind wir schon hier. Krass. Ich meine, ist natürlich nichts gegen unsere Going Medieval Gesellschaft, die schon 81 Tage überlebt hat. Aber nach dem, was da letztes Mal passiert ist, ja. Also heute, diese Folge, die ich heute veröffentlicht habe, das hat mich getroffen, muss ich sagen. Aber das ist nicht hier der Teil, der Ort dafür. Es ist einfach nur, ja, es treibt mich immer noch um. So. Jo, Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Chris schließt sich an. Schön, wir haben jetzt auch einen mit pinken Haaren. Sehr cool. Der Eintopfhüter. Chris ist dankbar, dass du ihn gerettet hast. Er hat sich entschieden, sich lieber zu bleiben als zu gehen und schließt sich deiner Kolonie an. Das heißt, wir haben jetzt schon 7 Leute. Das wird interessant werden, was das Essen angeht. Aber er holt sich erstmal natürlich neue Klamotten. Behandlung benötigt. Hef? Achso, du hast einen Parker. Und trotzdem, was haben wir denn? Asthma. Das ist natürlich schlecht. Eieiei. Müssen wir mal gucken. Wir können ja hier Forschung, Prosthetics, also Prothesen. Da können wir natürlich synthetische Organe und da können wir der eine synthetische Lunge basteln. Das dauert noch ewig, bis wir das machen. Aber erstmal Chris, der Mitarbeiter unserer verwahrlosten Wanderer, der Eintopftümstler. Wir schauen uns an, wer er überhaupt ist. Ein Absturzüberlebender. Als Baby war Chris der einzige Überlebende eines tödlichen Raumschiffabsturzes. Ein vorbeiziehender Stamm entdeckte ihn in den Trümmern und adoptierte ihn. Chris, du hast echt nicht begriffen, wie wir das hier regeln. Kannst du dich bitte hierhin legen? Wir sollten also das hier vielleicht mal wegmachen. Denke ich mal einfach. Ich mache das mal weg, weil wir haben hier 3 Betten für. Genau, wir sollten da vielleicht mal wieder nur noch 2 rausmachen, damit Chris auch ein eigenes Bett bekommt. Nicht medizinisch, sondern einmal Chris. So, wir machen weiter. Sorry. Also, sozial plus 3, intellektuell plus 2. Schaltet Meditationstypen frei, natürlich. Der Eintopfhüter. Chris bereitete Mahlzeiten aus den Pflanzen und Tieren zu, die von den Sammlern, Bauern und Jägern seines Stamms mitgebracht wurden. Er musste darauf achten, dass die Mahlzeiten kalorienarm, lange haltbar und gesund waren. Oft verarbeitete und versammelte er Pilze auch selbst. Das heißt, Kochen plus 6 und Pflanzen plus 2. Kochen super gut, ein sehr erfahrener Profi. Und deswegen würde ich sagen, wir sollten mal nachschauen, wie wir das nochmal hier machen. Kochen, Chris bitte auf 1 und euch beide auf 2. Weil ich glaube, Chris kann das ganz gut. Und den Rest, ja, Aufsehen zwar, ne, ich glaube, wir lassen Kochen einfach auf 1 und dann soll er machen, wenn er das nicht macht, was er dann macht. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, genau, ich mache Reinigen ein bisschen höher und Transport ein bisschen höher, dass er halt, ja, entweder kocht, trägt oder putzt. Das ist doch gut. Feuerwehr und Patient natürlich auf 1 und den Rest lassen wir, glaube ich, so. Ne? Wir müssen irgendwann mal gucken, dass wir jemanden kriegen, der Hilfsarbeiten macht. Da sind halt Schalter umlegen. Das wäre halt zum Beispiel, wenn wir die Heizungen ausmachen wollen.
Wäre gut, wenn der das macht. Wir haben das Problem, dass RL Push 4 sich gerade eben rohe Nahrung einverleibt, obwohl wir 106, also 10 normales Essen da liegen haben. Und der hier dürfte auch noch relativ viel dabei haben. Naja, Hef und Chris legen sich hin, schlafen, denen geht's nicht gut. Und die Forschung geht voran. Ein Waschbär. Ja. Wir gucken. Also wir sehen hier vier Leute liegen. Wir haben hier vier Häuser, die noch in der Mache sind. Mit dem Boden werde ich mich erstmal nicht so stark beschäftigen. Und auch die Heizung. Die kostet, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz vertue. Temperatur, Heizung kostet ein Bauteil. Genau, das werden wir auch erstmal nicht machen. Weil wir haben, ja, halt das Problem, dass ich als erstes natürlich das Geothermie-Kraftwerk machen will. Weil, weißt du Bescheid, wir müssen hier darauf achten, dass das nicht kaputt geht. Heute dürfte wieder, genau, ein Erntetag sein. Finde ich auch gut. Wie war das mit Pflanzen? Ist der auch ganz gut, der Chris, ne? Das heißt, Feldarbeit könnten wir denn eigentlich auch auf zwei machen. Weil im Moment macht Mila das alleine. Komm, wir machen den auch auf eins. Ja. Ich glaube, das ist okay. Aber erstmal muss er schlafen, sich ein bisschen ausruhen. Erepaschwo, wie geht's mit deiner Forschung? Ah, wir sind bei 1783 von 3200. Das ist schön. Hungernde Kolonisten. Chris, besorge ihm etwas Nahrung. Asthma leicht behandelt. Wie hast du das denn hingekriegt? Da ist das Riesenfaultier. Wie bist du hier reingekommen? Es wäre halt cool. Also nur mal so, warum ich das nicht jage. Der hat hier 50% Chance anzugreifen, wenn wir den jagen. Und das müssen wir koordiniert machen. Leider haben wir hier auch jetzt eine Boomratte bei uns im Dorf. Und diese Boomratte kann plötzlich durchrasen, also durchdrehen und plötzlich Puff machen. Ja, so ist das. Es ist nicht gut, aber das ist das, was wir haben. So, Chris, warte mal, wen haben wir jetzt nochmal als Arzt? Jedes Mal das Gleiche. Mila. Mila, ich weiß, du bist am Kochen. Ah, ne, du bist selber am Essen, okay. Aber wenn du Chris mal kurz, der ruht sich aus, bis er geheilt ist, komm, dir geht's noch ganz gut. Geh mal kochen, Fräulein. Wir brauchen normales Essen. Genau, zieht sich erstmal um. Und dann schaut den Wolken zu, Fräulein. Also, weil er heißt Fräulein, der ist ja kein Fräulein, aber der soll mal hier kochen. Weil diese normale Nahrung ist halt viel, viel mehr wert als das, was wir da sonst bekommen. So, wenig Nahrung, kaputte Kleidung. Ja, uns geht's eigentlich ganz gut. Ne? Chris Eintopfhüter ist erfolgreich komplett geheilt. Er kocht da und der kocht auch sehr schnell. Von daher sehe ich da gute Chancen auf uns zukommen. Könntest du dich konsumiere? Was? Reserviert von Mila? Die konsumiert das nicht. Nein. Wir müssen ja auch mal aufräumen. Das sieht ja aus, ne? So. Ray, was machst du da? Du bist am. Achso, du bist am Glätten. Oh, cool. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Auch den Boden von der Küche, auch wenn der wahnsinnig teuer ist, dann muss ich gestehen, das ist nicht cool. Aber so ist das nun mal. So. Händler exotischer Güter von Thermaglia. Gallia. Sehr cool. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Exotische Güter sind extrem hilfreich. Das sage ich euch jetzt schon mal. Wer war nochmal der Beste, der mit Charisma gesegnet war? Sozial 6 und Sozial 7. Chris, unser Neuer. Unser Neuer, oder ist Ray? Ah, ich klicke hier aus dem Spiel raus, sorry. Ray ist tatsächlich nicht so gut in sozial wie Chris. Das könnte natürlich Stress geben zwischen den beiden. Naja. Wir lassen die erstmal hier hinziehen, dann können wir uns nämlich dann später mit denen unterhalten. Chris kocht sich die Leber aus. Die Leber aus dem Leib, auch geil. Die Seele aus dem Leib. Und wir haben hier noch sehr viel Essen liegen. Cool. Auch wenn das nicht reicht. Ich weiß genau, dass das hier nicht genug ist für uns zum Überleben. Aber bald können wir auch wieder draußen aufbauen. Und das wird sehr hilfreich werden. So. Wäre natürlich cool, wenn der mehr als nur 10 auf einmal mitnimmt. Das ist sehr weit weg.
Man könnte überlegen, hier vielleicht eine Tür zu bauen, dann können die so gehen. Ich weiß aber noch nicht, was ich in diesen Raum mache. Ich denke, da könnte eventuell die Schmiede reinkommen, dass wir hier dann in der Nähe sind. Oder was heißt in der Nähe, aber wir sind dann... ja, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Was man halt machen könnte, wäre, wie du auch sagtest, so einen kleinen Zwischenraum. Dass wir hier eine Tür, da eine Tür und hier ein Loch machen dazwischen. Dass wir dann hier so reingehen können. Entschuldigung. Um halt mit der Heizung nicht immer wieder unseren Gefrierschrank aufzuheizen. Ne? Aber ich glaube, das ist okay. So, Chris, wo ist denn der Händler? Ach so, ihr sammelt euch da unten. Auch nicht gut. Dann müssen wir mal eben kurz mit Anarchist reden. Was die uns denn so zu verkaufen haben. Ich wäre sehr, sehr fröhlich. Irgendwie möchte ich, dass die näher in unserem Dorf leben. Also tiefer reinkommen. So, was haben wir denn? Die verkaufen ein Mutterschaf und zwei Esel. Männlich und weiblich. Sehr cool, die können geritten werden. Die Personen in einer Karawane reiten auf den schnellsten verfügbaren Tieren. Okay. Hightech-Bauteile verkaufen die uns. Das finde ich sehr schön. Warte mal, das sind unsere Seite. Okay, für 40 das Stück. Ich denke, da können wir uns... Wieso haben wir 13? Naja, ich denke, wir kaufen uns mal 5 davon schon mal. Eine Hakenhand, auch cool. Berserker-Psycholanze. Small-Wall-Screen-Television, okay. Das brauchen wir nicht. Sollen wir uns ein bisschen Gold kaufen? Ich denke, wir kaufen uns alles an Gold. Nee, wir kaufen uns nicht alles an Gold. Komm, wir kaufen 30. Damit wir für den nächsten, also wenn die das nächste Mal ankommen, um Tribut einzufordern, dass wir da ein bisschen was haben. Ja, sonst Auxiliary AI und so weiter, da kommen wir später rein. Die sind leider auf Englisch, aber naja. Techplan Sprungparks. Aha. Fähigkeitstrainer und sowas, naja. Hightech-Bauteil ist natürlich cool. Glitzerweltmedizin, auch eine coole Sache. Wir könnten auch ein bisschen Plastahl holen. Das ist ein fortschrittliches Material. Da könnte man einen Plastahl-Parker uns bauen. Aber nee. Ich glaube, das reicht erstmal. Wir geben quasi die Hälfte unseres Silbers ab. Aber das ist, glaube ich, okay. Chris nimmt natürlich das Gold mit, nicht diese wichtigen Teile. Aber egal. Anarchist, vielen Dank dafür. Jo. Bing. Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Chris, du bist hungrig und möchtest schlafen. Ja, das ist legitim. Erepaschfo, hast, wie weit bist du mit der Forschung? 2000. Sehr gut. Das heißt, es sind noch ungefähr 4 Tage, bis wir damit durch sind. Intellektuell Stufe 4. Es sind nicht mehr ganz 4 Tage. So, was war nochmal, es gab doch auch was, das wir bauen können für die Forschung. Oder nicht? Mal gucken, Möbel. Also es gab ja sowas hier, Strukturen, nein, die wir hier gebaut haben. Oder genau, Werkzeugschrank. Wenn wir die, ne, die gehen nur dahin, okay. Kostet noch 200 Eisen. Sag mir doch mal, dass ich da so viel Geld ausgegeben habe. Aber nein, das ist nicht viel Geld. Also es ist viel Geld, aber es ist nicht zu viel Geld, weil wir brauchen das. Also es ist gut, dass unser elektrischer Nähtisch sehr schnell ist. Also dass wir das schnell herstellen können. Finde ich sehr gut. So, 13. Dezember. Ich glaube, das ist der letzte Tag. Ne, 15 Tage. Noch 2 Tage Winter. Das heißt, Jan war den ganzen Winter quasi bei uns. Ne? Abreise mit dem Shuttle in 24 Stunden. Quest verfügbar, Arbeiter für Reich der Pröre. Wir kriegen echt viele Quests. Das ist, ja, ist Randy Random, ne? So, Ritterin Aretusa Malenos, der Fraktion Reich der Pröre, braucht Leute, die ihr dabei helfen, eine Zeremonie vorzubereiten. Sie bittet dich, ihr für 10 Tage einen Kolonisten zur Verfügung zu stellen. Sie wird ein Shuttle schicken, um den Kolonisten abzuholen. Ich überlege gerade, wir könnten theoretisch Nyctis ausleihen, wenn ich mich nicht ganz vertue, oder? Wen haben wir, der weniger relevant ist? Also Nyctis ist halt hier fürs Handwerkliche. 10 Tage ist aber allerdings sehr, sehr happig.
Ich mache das mal wieder so. Wir haben ja noch 10 Minuten in etwa in der Folge. Sagt mal, wen würdet ihr denn ausleihen? Ich glaube, Nyctis wäre eine gute Wahl. Wir könnten auch Heth ausleihen, aber Heth ist mehr oder weniger unser Bergbaumensch. Das kann aber Erebushwo auch und wir haben im Moment keine großen Bergbauvorräte, sprach er und erinnert sich, dass das definitiv noch kommt, was wir noch so vorhaben. Es wird bestimmt was sein. Nee, aber sagt mal, wen wir gerne ausleihen können. Was meint ihr? Ich denke, Nyctis wäre eine gute Wahl. Aber sonst, ich bin da auch gerne offen. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir diese Quest annehmen. Je nachdem, wie sinnvoll das ist. Weil wenn wir hier mal schauen, Sparkles wäre theoretisch ja auch gut. Weil Sparkles macht im Prinzip, ja, ist auch hier Schmieden, was auch immer. Er baut aber nur, in Anführungszeichen. Oder sie, Entschuldigung, sie baut nur. Und, ja klar, wir werden viel bauen. 15 Punkte ist halt auch wichtig. Es wäre sehr, sehr bitter, wenn wir die wegschicken. Und dann können wir das Geothermie-Kraftwerk nicht bauen, fällt mir gerade ein. Oh. Die haben den Winter überlebt, cool. Wieso habe ich das jetzt erst bemerkt? Naja, egal. So, ich glaube, den Waschbär können wir auch mal jagen. No. Ne? Sparkles und Ray sind da ein bisschen eingespannt in ihre Arbeiten. Und sonst, da haben wir noch ein Häschen. Ja, Häschen darf leben. Was haben wir da? Noch so ein Fasan, auch interessant. Naja, erstmal glaube ich, müssen wir nichts jagen. Wir könnten natürlich hier diese Herde noch ein bisschen weiter ausdünnen, weil da sind echt ein paar viele von da. So. Ich will natürlich sozialverträglich die Stellen abbauen, ne? Nicht so wie bei der Pferde-Dingens. Oh, Geschenk von Thermaglia. Ein Langbogen. Cool. Chris, kannst du was mit diesem Langbogen anfangen? Halbwegs. Bewaffne dich mal. Halbwegs ist mir völlig okay. Weil wir sind bei Weitem, die meisten haben überhaupt keine... Oh, Heth ist doch bewaffnet inzwischen. Aber mal gucken, die hat eine Waffe. Nyctis wollte nicht Waffen, glaube ich. Erebushwo hat keine. Und sonst, ja, haben wir eigentlich nur Heth. Stimmt, wir haben den Recurve-Bogen irgendwo auf dem Boden zusammengeklöppelt, ne? Naja. So ist das. Was ich, glaube ich, mal machen möchte, ist eine Lagerzone und dann hier eine extra Lagerzone. Und hier möchte ich gerne alles verbieten. Und hier dann gerne einmal... wo bist du? Rohstoffe. Silber, bitte. Und Gold, natürlich. Da machen wir unsere Silber- und Goldecke. Und die Priorität ist hier kritisch. Das heißt, alles an Eisen, Silber und Gold bitte einmal dahin lagern. Hatte Huff jetzt Glück? Nö. Die hat da drauf rumgeschossen und dann irgendwann gedacht, nö, ich will lieber das Blut auffegen. Naja, kann ja nicht jeder brillant sein. Nickt es mit ihrer Maske, ne? Ist auch so gut. Die könnt ihr natürlich auch hinter sich mal ein bisschen aufräumen, wenn du mich fragst. Aber so ist das halt. Priorität wichtig, ja. Sieht man ja, wie wichtig das ist mit der Priorität. Aber das ist halt auch wieder, das hatten wir ja bei Going Medieval auch mal irgendwann zwischendurch, dass wir einfach zu viele Aufgaben haben und das Tragen dann nicht mehr, und jetzt halte ich fest, zum Tragen kam. Ich glaube, wegen solcher Sprüche bin ich nicht mehr auf 51, sondern wieder auf 50 Abonnenten zurück. Ich glaube, das wird so sein, oder? Nein, das klang jetzt bitterer, als ich wollte. Das ist bei weitem nicht meine Sache. Ich wollte es nur mal anmerken. So, wir haben hier noch 10 Bauteile rumliegen. Und hier haben wir, okay, wir haben viele Bauteile. Hier haben wir noch einen guten Recurve-Bogen und hier einen schlechten Recurve-Bogen. Habe ich irgendwie gesagt, dass die das immer weitermachen sollen? Nee, keine Ahnung. So, Huff, du bist, du hattest, ne? Inventar. Du hast einen Recurve-Bogen, Nyctis will nicht, Erebushwo. Du bist noch am Forschen, aber du könntest dir gerne mal den guten Recurve-Bogen in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Naja. Besser als keine Waffe. Sagen wir mal so. So.
Okay, interessant. Also die Texturen, dass sie so überlappen, das sieht sehr gut aus. Naja, egal, so ist das halt, ne? 10 Gegenstände, das heißt, wir können 80 Gegenstände da sammeln. Sehr schön. So, Ray hat mal wieder was gefunden. Super schön. Und sonst läuft es hier langsam und gemütlich daher. Ich bin immer noch überrascht und ich weiß, dass ich mich schon beinahe dafür hassen werde, dass ich das sage. Aber ich bin überrascht, wie, ich will nicht sagen glatt, aber wie wenig Angriffe wir bisher hatten. Also, hatten wir schon? Nee, oder? Ein Hase ist mal angekommen, so in Folge 2 oder was. Aber sonst sind wir da glücklicherweise, muss man ja schon fast sagen, bisher relativ gut von abgekommen. Das möchte ich doch nicht. Ich möchte gerne. Die beiden Stahlreste müsste man eigentlich abbauen. Quest verfügbar, Breets Wanderer. Oh Gott. Die nächste Quest. Vier verzweifelte Flüchtlinge nähern sich. Ihr Anführer heißt Breet. Sie behaupten, ein gewaltiger Blitzsturm habe ihre Heimat niedergebrannt. Breet bittet um Erlaubnis, für 11 Tage in Schilkotte zu bleiben, um sich auszuruhen und neu zu gruppieren. Im Gegenzug bieten sie an, während dieser Zeit kostenlos zu arbeiten. Ja, das kennen wir schon. Weil wir haben hier dieselbe Quest. 13 Tage und 11 Tage. Wir könnten mal eben kurz 8 Leute mit ins Dorf holen. Oha. Also bei Breets Wanderern könnte man noch fast überlegen mit den Vieren. Bei denen, das ist mir zu knapp. Wir haben dann gerade eben draußen gesät. Ich glaube, das wird nichts. Ich will halt auch nicht, dass ich den Hungertod unserer Leute einfach mal sehenden Auges nicht nur akzeptiere, sondern herbeirufe. Das wollen wir nicht. Schamanenhändler von der Baumpakt. Okay. Alles klar. Guten Tag, Schakal. Chris wird sich gleich deiner annehmen. Wir werden dann mal schauen, was der so zu bieten hat. Ein Schamanenhändler. Wie geht's dir? Du bist verrottet. Du bist frisch. Wunderbar. Chris, was machst du gerade? Kocht. Ja, das kann gleich jemand holen. Das ist ja. Wieso liegt da einfach ein Waschbär tot rum? Das finde ich nicht gut. Aber den können wir essen. Stahl. Ja, ihr seht, das mit dem Sammeln funktioniert nicht ganz so. So, was ich sagte, die beiden möchte ich gerne abbauen, damit wir halt hier normale Wände bauen können. Und das hätte ich dann auch gerne sehr schnell. Nämlich die Schieferwände einmal hier so, weißt du? Auf den Schieferwänden können wir nämlich Lichter bauen. Und ich möchte auch gerne ein beleuchtetes Lager haben. Ich weiß nicht genau warum, aber ich fände das, glaube ich, ganz cool. So, Chris, kannst du noch kochen? Nee, du machst jetzt Schlachtet Kreatur. Okay. Wenn du gerade dabei bist, könntest du dich gerne mal einmal mit dem Schakal unterhalten? Wäre ja mal interessant, was der so zu bieten hat. Weil Schamanenhändler natürlich andere Sachen. Oh, Männlein und Weiblein von Alpaka. Das wäre natürlich. Wir haben kein Geld. Das wäre halt sehr interessant. Sonst, was haben die noch? Medizin? Ne, Kräutermedizin verkaufen die uns. Und hier Psycho-Impulsgeber, Psycho-Berührung, Beruhigungsimpulsgeber und die Psycho-Stocklanze. Die ist halt cool. Ja, aber ich glaube, wir werden hier nichts von kaufen. Vielleicht ein bisschen Gold. Wie viel? Wir gehen mal auf, dass wir 50 haben. Ich akzeptiere mal. Vielen Dank. Sonst machen wir erstmal nichts. Chris, ich weiß, dass du jetzt mit dem Gold unterwegs bist, aber könntest du bitte den hier mal wegtragen? So. Ich weiß, wir könnten uns, also jetzt in dieser Situation, in der wir uns befinden, erstmal nicht. Oh Gott. Ich habe mich ein wenig erschreckt. Da ist das Shuttle. Das Shuttle ist eingetroffen, um Jan mitzulegen. Stelle sicher, dass Jan im Shuttle ist, bevor das in 3 Tagen wieder losfliegt. Okay, das können wir machen. Huff, kannst du trage. Achso, das macht Bila schon. Sehr schön. Wunderbar. Dann bauen wir die beiden Wände. Die könnte auch Sparkles dann mal sich direkt annehmen. Arbeit an der Wand aus Schiefer. So. Hauptsächlich, weil ich die strukturelle Integrität ein wenig gewährleisten will hier. So, Möbel und dann die Wall-Light.
Aus Eisen natürlich. Ich will das so machen, weißt du, da und da und dann hier und hier und hier und hier. So überall an den Mittelpfeilern. So, Mila. Mila? Trage Jan zu Shuttle. Du hast doch gesagt, du machst das. Auch an niemanden mehr Verlass hier, ne? So, wir haben ein Lämpchen. Wunderbar. So, Nyctis versucht einigermaßen unseren enormen Steinvorrat nachzukommen. Weißt du? Bedarf, das war das Wort, was ich gesucht habe. So, Mila bringt Jan weg. Ihr schaut mal besser weg. Und dann. Ja. Du kannst gerne wieder weg. Quest verfügbar. Also erstmal hier Quest abgeschlossen. Wunderbar. Und Quest verfügbar. Race-Titelzeremonie. Akolytin. Okay. Bis wann müssen wir das machen? Ah ne, annehmen können wir bisher noch nicht. Okay. Die Fraktion Reich der Proeure ist bereit, Ray in einer Verleihungszeremonie den Akolytentitel und die Macht eines Stufe 2 Psylings zu gewähren. Der Titelverleiher wird mit dem Shuttle eintreffen und die Zeremonie durchführen. Der Titelverleiher wird dem Titel nur verleihen, wenn alle Thronsaalanforderungen erfüllt sind. Je nachdem, wie viele Zuschauer an der Zeremonie teilnehmen, gibt es eine Chance auf zusätzliche Ehre. Außerdem erhält jeder Zuschauer einen Stimmungsbonus. Du kannst dem Titelverleiher hintergehen, um Psyling neuer Forma zu stehlen, aber mit dieser Aktion wird die Fraktion zu deinem Feind. Wenn du diese Zeremonie versäumst oder scheitern lässt, wird es später eine weitere Gelegenheit geben. Okay. Sehr cool. Keine Betten erlaubt. Okay. Benötigst du einen Thronsaal? Alles klar. Wir brauchen einen Thronsaal. Und wenn du mich fragst, möchte ich gerne den Thronsaal hier in diesem Gebirge machen. Und deswegen habe ich so gelacht, als ich sagte, ja, wir haben im Moment gar keine Vorhaben, was Bergbau angeht. Haha, so sehe ich aus. Also, ich möchte hier einen Gang machen. Oh, vielleicht nicht allzu groß. Und dann hier unseren Thronsaal. Also ich wusste nicht, dass wir einen Thronsaal brauchen, aber ich wusste, dass wir hier irgendwann mal reingraben wollen. Ich werde nicht zu viel auf einmal ansetzen, weil das ist der Fehler, den man gerne mal macht und plötzlich ja, gräbt man zu tief und dann kommen böse, böse Spinnenwesen auf einen zu. Das freut einen immer sehr, sehr gut. So, dann wollte ich mal schauen. Eine Besuchergruppe, okay. Die mache ich einfach weg. Ich werde die nicht mehr so. Genau. Feuerschale, das können wir machen. Im Prinzip möchte ich das so machen, dass wir halt den Thronsaal, den wir hier haben, das ist ja der Meditationsthron. Genau, mir fällt gerade ein, ich habe gerade gedacht, ich mache das in diese Richtung. Aber streng genommen, komm, ich weiß, wir sind ein bisschen über der Zeit. Streng genommen möchte ich das, glaube ich, lieber so machen. Wir machen hier dann den Eingang mal 5 und dann so. Das ist, glaube ich, okay. Dann können wir dann Entspannung. Ne, wo wäre das denn? Möbel. Prunkvoller Meditations. Das können wir noch nicht. Das heißt, wir machen einfach einen normalen Meditationsthron aus Silber. Nein, aus Schiefer? Aus Sandstein? Auch cool. Aus Stahl? Ich glaube, aus Sandstein möchte ich den haben. Ich weiß, dafür haben wir jetzt zu wenig auf Lager. Aber den machen wir dann in die Mitte. Und wir machen dann hier abbrechen. Genau. Das ist der Gang. Also möchte ich, glaube ich, im Prinzip so machen. Aber wir machen das ein bisschen größer. Ein bisschen breiter. Sind das zu viele Säulen? Lassen wir zu viele Säulen in unserem Thronsaal? Weil theoretisch könnten wir auch so machen, ne? Also im Prinzip da, 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 da. Und dann das so. Ich glaube, das mache ich lieber so. Damit es quadratisch ist. Ja, dann können wir das nämlich so machen. Machen hier dann unseren Thron. Feuerschale, Feuerschale.
Und was auch immer. Aber hier wäre dann unser Thronsaal. Der ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber was ist in dieser Kolonie nicht überdimensioniert? Damit sage ich vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Zusehen und natürlich auch einfach, ja wirklich, ich sage ja jedes Mal vielen Dank fürs Dasein, aber diesmal wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr zuschaut. Das finde ich jedes Mal faszinierend, dass ihr eure wertvolle Zeit damit verbringt, mit mir dieses Spiel zu spielen und auch jedes Mal Kommentare hinterlässt. Soll jetzt nicht zu schnulzig sein, aber ich finde das schön. Das macht einfach Spaß. Bis dahin, danke, dass ihr da seid und bis zum nächsten Mal. Ciao.